feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive in the heart of me. The lovely Cher seems to have gone nowhere. Show me back. Every time I close my eye, I can sleep. Once I run to you, now I run from you. Be the boy you gave. Take my tears, and that's not nearly all. The love. Sing the love. Now I know I've got to run away. I've got to get away. You don't. Make things right. Then someone holds you tight. And I know how to say, I know this way. Ooh. Once I ran from you, now I ran from you. This tainted love you've given gave you all a boy could give you. There's nothing but then to me at all. Tainted love. Tainted love. Don't touch me. Er hat seine Krone weggeschmissen. Wow. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Hey, hey, hey. Ich sag mal so, es war bestimmt einer der spektakulärsten Auftritte, die ich in 18 Jahren hier gesehen habe. Wer hat da sein Hintern eigentlich hingehalten? Ja. Die gute Kiel, ja. Ja. Ich bereite mich. Wer kam auf die Choreografie? Wer war das? Die drei Hechen. Ja, das hat man gemerkt. Du hast gar keinen Bock darauf gehabt. Nee, weil ich finde, ich muss ein Vorbild sein und das hat nichts für mich mit Kunst zu tun. Das ist einfach anstößig und ich mag sowas nicht. Sag mal so, also die Aufmerksamkeit, ja, war ja gigantisch. Ich meine, die sind ja alle hier aus ihren Löchern gekommen und jeder, glaube ich, hat geguckt. Ich weiß gar nicht, ob die Griechen uns überhaupt noch rauslassen, ja, oder ob ihr gleich alle verhaftet werdet. Es war wirklich die spektakulärste Darbietung, glaube ich, die ich je gesehen habe bei DSDS. Das ist schwer, oder? Ich kann es gar nicht bewerten. Ich bin halt dabei, mich zu erholen. Ich finde, durch die Performance bei Kilian konntest du dich halt nicht mehr so auf die Stimme konzentrieren. Ja, es war schwierig. Deine Stimme hat halt voll gelitten darunter. Leider. Ganz anders bei Dominik. Dominik, ich finde, du hast sogar besser gesungen dadurch. Dankeschön. Ja, Steve, gesanglich geht da halt eh nicht viel bei dir. Und Shada, du bist einzigartig. Und ich teile deine Meinung auf jeden Fall, dass es ein bisschen übertrieben war, die ganze Performance. Aber war auch witzig irgendwie zuzugucken. Richtig, richtig. Ja, ich bin immer noch dabei, mich davon zu erholen. Es war einerseits grandios lustig, es war wie ein Theater, aber es war manchmal auch so quasi der Kammer des Schreckens. Ich glaube, hier hat keiner eine Sekunde weggeguckt und hier hat auch keiner eine Doch, Sekunde ich mein, sich gelangweilt. Ja, ich meine, man muss mal sehen. Okay, vielen Dank erstmal. Dankeschön. Danke. Wir müssen uns erstmal sammeln und dann können wir es bewerten.